Und dies war das der Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin zurück aus Mailand. Und das bedeutet, wir starten jetzt endlich mal richtig in den Black Friday rein. Denn ja, wir hatten ja die letzten zwei Tage nicht so wirklich Zeit dafür. Das bedeutet für euch, wir haben gestern die neue 85 Plus SBC bekommen, wo ihr einen Spieler bekommt mit 85 Plus Rating. Und wir wollten natürlich ein paar neue coole Special Karten ziehen. Ob uns das gelungen ist. Bei 25 Stück seht ihr jetzt in diesem Best-of. Dazu schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr es schon gemacht? Werdet ihr es machen? Wen wollt ihr ziehen? Wen findet ihr von dem Team am interessantesten? Ne? Und ja, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement, um mich weiter zu unterstützen. Ne? Ich würde mich natürlich riesig freuen. Kuss geht raus. Damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein und viel Spaß. Spoys and Girls, ich bin endlich wieder zurück aus Mailand und dadurch guck mal direkt mal rein, was heute 19 Uhr gekommen ist. Und das ist folgendes, Chat. Ich mach's euch ganz groß. Xavi ist unsere Number One. Und zwar gibt's heute ein 85 Plus Upgrade. Ein Spieler mit 85 Plus Rating. Ja. Wir hoffen natürlich auf viele Signature Signings. Es gab ja heute, gestern Nachmittag, 15 Uhr, noch das kleine Mini-Release. Aber wir haben auch die ganzen Infos drin. Ich bin gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg, Xavi. Lass es krachen. Und los geht's, mein Lieber. Let's go. Wir starten rein. Rein geht's. Erstes Pack, 88 Plus Walkout. Und das ist Robert Lewandowski. Ja, ist einmal, also erstmal muss man persönlich sagen, ist ein sehr, sehr solider Start. Würde ich, fühle ich. Ist erstmal ein solider Start. Ist jetzt nicht geisteskranke Special-Karte. Ist jetzt nicht eine geisteskranke Karte zwecks Infos. Aber ist mit einer der besten Goldkarten vom Rating her, die man mitnehmen kann. Das ist okay. So, starten wir rein in Pack Nummer 2. Ja, klar. Nach Lewandowski haben wir Haaland. Also okay, bis jetzt haben wir 288 plus Walkouts. So schlecht sind die nicht. Ja, so schlecht sind die jetzt bis jetzt nicht. Elmo, Chichi, Erling Haaland nimmst du auf jeden Fall mit. Der einzig wahre. Nummer 3. Sehen wir die erste Info-Walkout? Was? Oh mein Gott. Ich habe mit Felipe gar nicht mehr gerechnet. Ich habe gedacht, es kann nur Neymar kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Okay, wir sehen die erste Special Card. Auch wenn es der größte Troll aller Zeiten ist. Aber naja. Sehr, sehr schade, mein Lieber. Sehr, sehr schade. Kopf hoch. Oh, ich habe jetzt echt mit was anderem gerechnet. Ey, ich wünsche euch ganz viel Packluck, ne? Nummer 4. Tut mir leid, mein Overlay ist nicht da und ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, jetzt sind wir beim Bodenlosen angekommen. Es musste ja so sein. Nummer 4. Kein Walkout. 85er Coverall. Da sehe ich mich übrigens auch komplett drin in so einem Pack. Da sehe ich mich auch komplett drin. Belassen. Wir gehen rein mit dem 5. Ich möchte im 5. jetzt eine Special Card sehen. Oder ein 88 Plus Walkout. Belgien Z. Oh, gib ihm doch wenigstens. Ah, nee, De Bruyne ist ja Special Card. Courtois. Ja, okay. Immer ein 88 Plus Walkout, ne? Ich sag's mal so, wie es ist. Alle Walkouts, fast die wir jetzt hatten, waren halt relativ hoch. Deswegen ist das halt schon in Ordnung. Meiner Meinung nach. Deswegen, das geht meiner Meinung nach schon klar. Definitiv. Nummer 6. Und es wird werden ein nächster 85er. Hey, die sollen sich jetzt nicht häufen. Lautaro Martinez. Ich will, dass sie eskalieren. Ich will, dass sie eskalieren und sich nicht häufen. Ich will Special-Karten sehen. Informs. Ich will alles sehen, Chat. Alles. Wir sind beim 7. angelangt und es wird Back-to-Back ein 85er. Es kann nur Griezmann sein. Mbappé wäre ja Walkout. Schade. Oh, Mann, ey. Ich gönne dir auf jeden Fall... Das nächste Pack wird besser bei dir. Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Kopf hoch. Einfach einladen, auf was ihr Bock habt. Ja, wir machen jetzt ein bisschen auf. Komm schon. Hä? Wie können wir dreimal hintereinander... Was ist das denn? Dreimal hintereinander ein 85er. Mir wird schlecht, Chat. Kannst du keinem erzählen, das Ding. Nummer 9. Nächster Walkout. Wieder keine Special-Karte. Rotri, 86. Eigentlich auch nicht besser, ne? Eigentlich auch nicht besser. Welche Art von Remixen sind das? Sag ich dir gleich. Nummer 10. Wieder kein Walkout. Das wird Ndidi werden. Okay, Ndidi ist bodenlos. Scheiße. Ah, ich habe mir schon ein bisschen mehr jetzt erhofft. Gerade weil wir am Anfang ja mit Lewandowski und Haaland eigentlich gut gestartet sind. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Nummer 11. Jetzt aber mal hier jetzt in Signature Signings. Ah, okay, in Walkout gehe ich mit. Ah, das ist Müller, oder? Nee, da gehe ich doch nicht mit, Jungs. Nee, aus und vorbei. Ich will doch jetzt mal hier ein paar kranke Special-Karten sehen. Ich will, dass das hier kein Spam wird. Ich will, dass das hier eskaliert, Jungs. Meine Güte, Chat.
Oh, es leckt und es wird bodenlos again. Ah, euer Sabal, Mann. Bah. Ich habe mir echt schon die Karte von den Packs mehr erhofft. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich habe mir davon mehr erhofft. Come on. Nummer 13, hoffentlich. Oh mein Gott, ich wollte schon sagen, hoffentlich keine Unglückszahl. Ja. De Vries. Das ist dann doch eher schwierig. Okay, mein Lieber. Ich bete jetzt für dich, dass das jetzt hier ein geisteskrankes Pack wird, weil ich darf es öffnen. Und ich will heute ein Packlack-Nase haben. Nummer 14. Nummer 14. Kommt jetzt endlich die erste Special Card? Ja oder nein? Es wird zumindest ein Walkout. Frankreich, Torwart, Hugo Lloris. Ja. 87, wie gesagt, 89 musst du ziehen von Futter her, damit du Gewinn machst. Deswegen definitiv auch hier wieder ein dickes F. Schade. Ja. Dynamo Dresden ist am Start und zieht uns hier leider nicht die zweite Special-Karte. Philippe ist die einzige. Ist die einzige Special-Karte, die wir bis jetzt gesehen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir wieder nur einen 85er Gnabry sehen. Ich bin gerade echt enttäuscht. Klar, 85 plus ist jetzt nicht übelst krank. Aber da geht doch mehr. Da geht doch definitiv mehr. Oh Mann, ey. Hättest du dich abgestoßen, mein Lieber? Oder willst du die Packs da öffnen? Abfahrt, Lashface, let's go. Nummer 17, hey, 88 plus Walkout. Casemiro. Aber wir sagen es mal so, wir denken natürlich positiv, Chat. Wir denken natürlich positiv, Chat. Es war mal wieder ein Pack, wo man sagt, du machst sogar Gewinn. Ja. Man macht Gewinn, Joel. Ja. Let's go, nimmst du mit. Nummer 18. Ey, ja, 88 plus Walkout, Brasilien. Ja, Back-to-Back Casemiro gezogen, cool. Ja, ist okay, ist okay. Ja, Back-to-Back Casemiro, wir machen wieder Gewinn. 20 Uhr, Chat, ihr müsst mir nachsehen, ich war in Mailand. Ich war gut betrunken am Freitag und so. Man kann auch mal lost sein, Chat. Es tut mir so leid. Nummer 19, der 85 plus Player. Ja, endlich, Chat, der erste ist Kramaric. Der erste Signature Signings. Immerhin, mein Lieber, nach 19 Packs haben wir einen gesehen. Hype in den Chat. Geil. Sehr geil. Endlich, mein Lieber, Chichi. Wir sind beim 20. angelangt. Komm schon, Back-to-Back Signature Signings. Ich will ihn sehen. Er lädt länger. Walkout ist da. Schottland. LV Robertson. Ah, schwierig. Robertson, ne? Da geht mehr. Darüber brauchen wir nicht reden. Nummer 21. Wieder Walkout. Sie werden wieder besser in Sinn. Auch wenn es nur 86 ist. Aber Walkout ist Walkout. Ja. Wir reden hier jetzt schon nicht mehr davon, dass es ein guter Walkout ist. Sondern immerhin mal ein Walkout. Nummer 22. Die Schnapszeit bringt uns den nächsten Walkout. In Spanien, ZTM. Und diesmal wird es Sergio Busquets werden. Ah, 86, auch das, wie gesagt, kostet leider nicht ganz so viel. Schade, Mame, Lade. Kopf hoch. Abfahrt. Und los, Nummer 83 wäre relativ viel. Signature Signings jetzt, endlich mal. Wieder Walkout, schade. Frankreich, ZM, Pogba. Ist okay, Pogba nimmst du mit. Ist auf jeden Fall eine spielbare Karte und definitiv auch eine Karte, die du als SBC-Futter nutzen kannst, wenn du willst. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Aber ist auch nicht das, was wir hier sehen wollen. Ja, sind wir ehrlich, es geht in Ordnung. Aber da geht noch mehr. Da geht definitiv noch mehr. Und mich ärgert es, dass wir bis jetzt nur einen einzigen gesehen haben von den Signature Signings. Und noch keinen kranken Inform, ne? Belastend. Come on, gehen wir rein in das 24. 85 Plus Pack. Komm schon, bei ihm haben die Upgrade, normale Upgrades gut gegönnt. Come on. Ah, Trapp. Na, zumindest Inform Walkout, ne? Kannst halt mal gut nutzen für SBCs immer mal, wenn es gebraucht wird, aber ja, oh nein, sag nicht, bitte komm. Das tut weh. 25. Ey, es kann nicht sein, ne? Ich finde die halt echt nicht gut, Hassar. Ich fand die echt nicht gut, bin ich ehrlich. Für 28k hätte ich mir mehr erwartet hier.
So, Boys and Girls, im Endeffekt muss man sagen, die 27, 85 Plus Packs, meiner Meinung nach, haben die sich absolut nicht gelohnt. Wir hatten, glaube ich, einen Signature Signing Spieler, einen Inform, ein paar Walkouts, cool, aber weiß nicht. Für 28k, ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ihr den Gamble machen wollt, macht's gerne. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr gezogen habt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der geöffnet hat. Und, ja, sonst 26k kostet übrigens gerade nur noch. Nur noch. Sonst wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für eure wundervolle Aufmerksamkeit. Ich bin durch. Kuss geht raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Bis, Kuss.